So, und jetzt? Wo müssen wir jetzt lang? Na, wo wohl? Natürlich hier durch diesen Irrgarten. Das hier ist der einzige Weg zu meinem Lager. Was? Durch dieses Labyrinth müssen wir durch? Schatz, ich weiß gar nicht, wo dein Problem ist. Zurzeit kannst du doch eh fliegen und läufst dadurch nicht Gefahr, dich zu verlaufen. Außerdem ist Ping doch bei uns. Und er wird den Weg zu seinem Lager ja wohl kennen, oder? Ja, schon. Also gut, dann lasst uns weitergehen. Atschi! Hey, was soll das denn jetzt auf einmal? Warum trage ich denn jetzt ein Kleid? Entschuldigung, das liegt an meinem Zauberschnupfen. Ach ja, da war ja was. Ich weiß gar nicht, was du hast, Ping. Das Kleid ist doch hübsch. Das Kleid ist auch hübsch, aber nicht, wenn ich darin stecke. Wollen wir jetzt hier rumstehen und reden oder endlich weitergehen? Ja, Pong, gehen wir weiter. Aber lass mich erst aus dem Kleid raus. Jetzt fühle ich mich besser. Los geht's! So, ihr beiden, willkommen an meinem Lager. Fühlt euch wie zu Hause. Das ist hier aber schön und kommod. Einfach, aber gemütlich. Und
Wie geht's jetzt weiter? Wir sollten uns ausruhen, ablenken und Energie tanken. Und wenn wir wieder fit sind, schauen wir, wie es weitergeht. Eine gute Idee. Ablenkung ist immer gut. Aber wie sollen wir uns denn ablenken? Das ist eine berechtigte Frage. Nanu, auf einmal ist es ja so dunkel geworden. Haben wir heute eine Sonnenfinsternis? Gut möglich. Ich empfinde es auch als dunkler. Ich auch. Aber das liegt an den Sonnenbrillen, welche wir plötzlich tragen. Stimmt, aber diese Sonnenbrillen fühlen sich hier so seltsam an. Ist das normal? Wartet mal, das sind keine Sonnenbrillen, sondern VR-Brillen. VR? Was ist das denn? Das sind elektronische Brillen. VR bedeutet virtuelle Realität. An dem Brillenbügel müssten sich ein kleiner Knopf befinden. Wenn wir diesen eindrücken, können wir uns über die Brillen eine ausgedachte Welt ansehen. Wirklich? Wie toll! Das ist ja fast wie Zauberei. Digitale Zauberei. Und wir sehen dann das, was wir uns wünschen, Ping? Nun, zumindest das, was wir uns am meisten wünschen. Setzen wir uns hin und testen wir die Brillen mal aus. Aha, was haben wir denn da? Ein Kleid? Für die Wichtelmarionetten ist das Kleid zu groß. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Kleid was mit dieser Geschichte zu tun hat. Oh, Nanu, da kommt ja auch Krolli. Am besten verstecke ich mich hier in der Nähe und warte mal ab. Vielleicht erfahre ich somit ja etwas mehr. Nanu, ich rieche einen Affen, aber ich sehe keinen. Aber ich rieche noch etwas anderes. Der zweite Geruch kommt von diesem Kleid hier. Der zweite Geruch kommt von einem Vogel. Hier sind auch noch zwei andere Gerüche, aber die sind zu schwach, um sie genauer zu erkennen. Aber ich bin ja schließlich auf der Suche nach Fonso und nach zwei Wichteln. Ein Vogel? Schade. Dann wird das Kleid wohl doch nichts mit den Wichteln zu tun haben. Jetzt stehe ich wieder am Anfang meiner Suche. Wow, das ist ja cool. So was Cooles habe ich noch nie gesehen.
Das sieht ja alles so echt aus. Was für eine tolle Achterbahnfahrt. Daran könnte ich mich gewöhnen. So etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Das sieht so echt aus. Überwältigend, was die heutige Technik alles kann. Und was siehst du durch deine VR-Brille, Ping? Ich tauche durch den Ozean und sehe mir die Fische an. Aber jetzt ziehe ich diese Zauberbrille mal wieder ab, bevor ich noch Kopfschmerzen bekomme. Gute Idee. Ich glaube, das mache ich auch. Ich auch. Oh weh! Vorsicht! Wieso? Was ist denn los? Seht ihr den Gnom da drüben? Ja, den sehen wir. Was stimmt denn mit dem nicht? Der Gnom ist gefährlich. Ich habe gehört, dass er mal einen Zeitreisenden versucht hat,
zu fressen. Der Zeitreisende konnte sich wehren und die beiden fingen an zu kämpfen. Bei diesem Kampf litt eines der Augen des Gnomen. Schlussendlich war das Auge so sehr verletzt, dass es sich von grün auf blau färbte und so blieb. Was? Wirklich? Der ist ja dann richtig gemeingefährlich. Oh ja, und dann auch noch bei Zeitreisenden. Danke für deine Warnung, Ping. Wir werden diesen Gnom dann im Auge behalten. Hatschi! Nanu, was ist denn jetzt mit mir passiert? Ich fühle mich plötzlich so anders. Bitte erschreck dich jetzt nicht, aber du siehst aus wie eine alte Öllampe. Wie eine Öllampe? Ich? Oh je, und was brennt hier? Hier brennt nichts, aber du qualmst aus dir selbst heraus. Vielleicht bist du dann ja keine Öllampe, sondern eine Wunderlampe. Haha, sehr witzig. Und zwar gar nicht. Und wie werde ich jetzt wieder normal? Entschuldigung, aber ich kann doch nichts für meinen Schnupfen. Hatschi! Jetzt siehst du wieder normal aus. Ja, mit der Ausnahme von dem Naturschutzgebiet an deinen Klamotten. Ach, das geht ja noch. Lieber so als wie vorher. Wenn du aber wieder niesen musst, warne uns bitte vorher. Geht in Ordnung. Hey, schaut mal. Der Gnom steht da drüben immer noch und beobachtet uns. Langsam bekomme ich Angst. Vielleicht arbeitet der ja mit dem weißen Affen und dem Krokodil zusammen. Keine Sorge, ich beschütze euch. Ey, du komischer Gnom, verschwinde, sonst wirst du ein Problem mit mir bekommen. Danke, Ping. Gut, dass wir dich kennengelernt haben. Du bist ein wahrer Freund. Kein Problem, wir müssen auf jeden Fall hier weg. Ich erkunde mal das Gelände, wo wir als nächstes hin können und dann bin ich gleich wieder bei euch. Hoffentlich habe ich diese beiden Wichtel bald gefunden. Ansonsten kriege ich Ärger mit dem Chef. Und Ärger mit dem Chef will ich nicht. Oh, wer ruft mich denn da an? Wenn man vom Teufel spricht, der Chef. Ja, Chef? Roddy und ich sind in der Zukunft, haben uns aber getrennt. Nachdem wir uns aber aus irgendeinem Grund durch Magie verändert haben, will Roddy nun auch mich fressen. Das ist euer Problem. Ich will diese Zeitreisen nicht endlich haben. Ansonsten werden wir beide dafür müssen. Fress ich dir! Oha! Ich muss weg! Ey, bleib hier! Mich ist hungrig!
Ich hoffe nur, dass ich bald auch wieder normal aussehe. Das wird bestimmt auch bald wieder. Hallo Leute, da bin ich wieder. Wir können jetzt weiter. Ich habe hier ganz in der Nähe ein neues Versteck gefunden. Da können wir dann wieder in Ruhe überlegen, wie es jetzt genau mit euch weitergehen soll. Alles klar, dann mal los. Oh oh. Was heißt hier oh oh? Wo ist das Problem? Ich muss wieder niesen. Oh je, dann gehen Ping und ich mal schnell in Deckung. Geht in Ordnung, ha? Tschüss. Zoppo, das wirst du uns jetzt vielleicht nicht glauben, aber du bist keine Krähe mehr. Und wie sehe ich dann aus? Du bist wieder normal. Ich bin wirklich wieder normal? Das ist ja hervorragend. So schön, wieder normal zu sein. Nur ich würde gerne wieder in unsere Zeit zurückreisen. Ich kann ja verstehen, dass ihr wieder in eurem Jahr 2005 zurückreisen wollt. Aber das geht nicht. So einen mächtigen Zauber bringt niemand zustande. Es gab zwar mal eine Marionette, aber... Was aber? Erzähl bitte mehr darüber, Ping. Im Jahr 2000 gab es eine sehr mächtige Zaubermarionette. Diese hieß Gargam, der Zauberer. Doch die Zauberkünste, die er hatte, reichte ihm nicht aus und er wollte immer mehr Macht. Er fing an, sich mit dunkler Magie auseinanderzusetzen. Damit das geheim bleibt, übte er heimlich im Keller direkt unter unserem Puppenfundus. Als die andere Kedumer Marionetten es im Jahr 2004 durch einen Zufall herausfanden, alarmierten sie unsere Chefmarionette Luzi. Luzi entzog Gargam daraufhin seine Lebensenergie.
Diese leblose Marionette wurde sicher weggesperrt und danach hatte man nie wieder etwas von dieser Figur gehört. Das bedeutet also, die einzige Marionette, die uns hätte helfen können, ist nicht mehr lebendig? Nun, das weiß man nicht mehr so genau. Denn als man vor 2 Jahren Gargan zerstören wollte, aus Angst, eine andere Marionette könne ihn wieder zu Leben erwecken, war der böse Zauberer verschwunden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Gargan wieder lebendig ist und sich nur in eine andere Figur verwandelt hatte, um unerkannt zu bleiben. Dieser Gnom. Ja, der könnte es sein. Aber dafür haben wir zu wenig Anhaltspunkte. Nein, ich meine, der ist da drüben und beobachtet uns wieder. Ja, so ist das richtig. Hau ab und lass uns endlich in Ruhe. Wie gut, dass wir so einen Freund wie dich haben, Ping. Ohne dich hätte dieser Gnom uns bestimmt angegriffen, wenn er tatsächlich so böse ist, wie wir denken. Vielleicht sollten wir zu einem anderen Ort hier im Puppenfundus gehen. Irgendwo, wo mehr Marionetten leben, da wäre es auch bestimmt sicherer für uns. Eine sehr gute Idee, Grete. Aber bevor wir losgehen, müsste ich noch einmal gucken, ob dieser Gnom wieder weit genug von uns entfernt ist. Nicht, dass der noch sieht, wo wir hinwollen. Alles klar, dann bis gleich. Wir warten hier. Ich beeil mich. Bis gleich. Ach, Zoppo, ich habe wirklich Angst. Nicht, dass dieser weiße Affe und sein Krokodil hinter uns her sind. Jetzt ist auch noch dieser seltsame Gnom aufgetaucht, der uns hin und wieder beobachtet. Was will der bloß von uns? Ich glaube, das werden wir bald erfahren. Wie meinst du das? Verfall jetzt bitte bloß nicht in Panik, aber dreh dich mal um. Oh je, wenn man vom Teufel spricht.